Vielen Dank für die Einladung. Wir haben es so ausgemacht, dass ich anfange und Thomas dann den zweiten Teil macht. Ich wollte, weil wir ja den Eindruck haben, dass Corona schon wieder irgendwie weit weg ist, noch mal kurz daran erinnern, erstens ein paar Zahlen nennen, wovon wir reden, wenn wir von Corona reden, nämlich von 170.000 Toten in Deutschland, von 6,8 Millionen weltweit. Sicher sind es mehr, das sind nur die Festgestellten und das sind sicher sehr viel mehr. Wir haben immer noch jeden Tag hier in Deutschland circa 94 Tote, die mit oder an Corona sterben. Aber nicht nur das, ich wollte auch noch mal die Bilder in Erinnerung rufen, was Corona heißt, wenn man es hat. Ich habe viel mit Ärzten und Krankenpflegern und allen möglichen Leuten im Krankenhaus zu tun gehabt. Und das ist eine fiese Krankheit gewesen. Die Leute haben auf dem Bauch gelegen und nach Luft gejapst. Und wenn es gar nicht anders ging, hat man sie an die Beatmungsmaschine gehängt. Was dann gefeiert wurde in der deutschen Presse und auch bei den Politikern, dass wir so viele Beatmungsmaschinen haben. Da sage ich später noch mal mehr dazu. Was das für eine Tortur ist und gewesen ist, wenn man das überlebt hat, das muss man einfach noch mal sich in Erinnerung rufen. Es war auch eine Tortur, nicht an der Beatmungsmaschine zu hängen und feuchten Sauerstoff per Maschine in die Nase gepumpt zu bekommen, bei vollem Bewusstsein 3 Wochen lang. Das möchte ich niemand wünschen. Mir erzählen die Ärzte aus München zum Beispiel, dass alle die Patienten, die an der ECMO hingen, ECMO ist diese Maschine, die das Herz und die Lungentätigkeit ersetzt, dass kein einziger von denen überlebt hat im ersten Jahr der Pandemie. Ja? Also das ist die Kehrseite von dem, was auch immer gefeiert wird, was wir an großem maschinellen, also an Maschinenpark haben in deutschen Krankenhäusern. Es ist mit extrem hohem Leid verbunden, aber auch für die Beschäftigten. Die Beschäftigten in den Intensivstationen haben quasi monatelang Menschen wochenlang gepflegt, die dann doch gestorben sind. Ja, und zwar in Massen. Und das war unerträglich, die Situation für die Beschäftigten auch. Wir hatten in Berlin Erzählungen von Leuten aus Vivantes und Charité, die haben mir erzählt, so ein Corona-Patient braucht eine 1:1-Betreuung in der Intensivmedizin. Aufgrund der Mechanismen, die ich gleich erläutern werde, haben die teilweise bis zu 5 Patienten betreut. Das ist Kriegsmedizin, ja. Das hat nichts mehr mit irgendwie State-of-the-Art-Versorgung zu tun. Alles das ist irgendwie gerade mal 2, 3 Jahre her und das sollte man nicht vergessen, weil die nächste Pandemie kommt bestimmt und dann werden die Zustände wieder so werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, wenn nicht sogar schlimmer. Also das vielleicht noch mal vorneweg. Auch das ist nicht alles. Wenn wir im Moment in meinem Bekanntenkreis, haben wir im Moment dauernd irgendjemand Corona. Das ist aber hat seinen Schrecken verloren. Also weil viele nicht mehr schwer erkranken, alle sind geimpft. Worüber aber gesellschaftlich kaum geredet wird, ist über die, die zum Beispiel Long-Covid haben. Und das sind nicht wenige. Man rechnet, aber man weiß es auch nicht so ganz genau, mit circa 10% der Erkrankten, dass die dann Long-Covid haben. Auch das ist kein Spaß. Da gibt es jetzt ganz saublöde Debatten darüber, was daran, ob das jetzt eine psychische Erkrankung ist oder körperlich und so weiter. Und man hat Riesenprobleme bei der Berufsgenossenschaft, das als Berufskrankheit sich anerkennen zu lassen, wenn man zum Beispiel als Beschäftigter im Gesundheitswesen Long-Covid hat, man hat Probleme mit den Krankenkassen und so weiter. Gesellschaftlich, glaube ich, steckt da ein Riesensprengstoff drin, weil das einfach massenhaft kranke Menschen sind, die auch nicht arbeitsfähig sind. Der Paul Schubert heißt er, ne? In der Jungle World, der hat geschrieben, Ende 2022 waren in den USA 4 Millionen Arbeitnehmer arbeitsunfähig wegen Long-Covid. Also das ist eine ganze Masse an kranken Menschen, über die nach meinem Gefühl kaum geredet wird, über die man aber reden muss, wenn man sagt, die Pandemie ist vorbei. Ist die Pandemie vorbei? Darüber können wir auch noch mal reden. Die Pandemie ist ja nur die weltweite Epidemie. Ist sie vorbei? Sind wir in einem Zustand einer Endemie?
Da deutet vieles drauf hin, wenn man das jetzt klinisch betrachtet. Wenn der Drosten sowas sagt, wenn ein Politiker sagt, das ist jetzt vorbei, wir können zur Normalität zurückkehren, meint er was anderes. Dann meint er, wir können jetzt sozusagen Business as usual machen und die 94 Tote am Tag, die sind jetzt dann eben der Kollateralschaden, den wir auch in anderen Bereichen ja in Kauf nehmen. Ich würde gerne darüber reden, was eigentlich jetzt für Debatten geführt werden müssten, was wir auch gelernt haben daraus aus der Epidemie, weil ich davon ausgehe, dass es nicht die letzte wird, die ich erleben werde. Und je jünger ihr seid, umso mehr werdet ihr davon noch mitkriegen. Ich würde deshalb das an vier verschiedenen Themen festmachen. Ich würde erstens kurz mal über Ärzte reden. Ich arbeite für einen Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte und da muss ich auch mal über die Rolle der Ärzte reden in dieser Debatte. Über die ambulante Versorgung, über die stationäre Versorgung und dann nochmal über alles das, was man Public Health nennt, auch den öffentlichen Gesundheitsdienst und soziale Determinanten von Gesundheit. Wenn wir zuerst mit den Ärzten anfangen, dann gilt es meines Erachtens erstmal einen Irrtum aufzuklären. Ärzte sind nicht Experten für Epidemien, für Epidemiologie, für irgendwie geartete bevölkerungsbezogene Überlegungen. Das lernen sie nicht im Studium, davon haben sie keine Ahnung. Wenn Sie sagen, Sie haben davon Ahnung und die davon Ahnung haben, die müssen das studiert haben, das sind dann ausgewiesene Epidemiologen. Aber nicht jeder dahergelaufene Arzt und sei er auch der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung, hat davon Ahnung. Was ein Arzt lernt, ist die Versorgung des Individuums, Patient, Patientin. Ja, davon, wenn man Glück hat, hat er Ahnung, viel Ahnung, kann das gut, ja, sowohl also biopsychisch und so weiter, physiologisch, von Epidemiologie nicht. Das hindert Ärzte nicht daran, sich vor jede Kamera, die sich ihnen anbietet und jedes Mikro, das ihnen hingehalten wird, reinzusprechen und sich als Expertinnen auszugeben. Das wiederum lernen sie an der Uni, dass sie diejenigen sind, die zu allem was sagen können. Und zwar nie in einem fragenden Ton oder in einem, wir reflektieren unsere eigene Unsicherheit, sondern immer, wir müssen eine Antwort geben. Das ist ungefähr das Bild, was vermittelt wird von einem Arzt. Entsprechend haben ganz viele Ärzte in den Debatten über Corona auch agiert. Sie haben sich genau diesen Nimbus zu eigen gemacht und haben dann mit der moralischen Autorität desjenigen, der für das Wohl des Patienten spricht, Dinge gesagt, die mutmaßlich aus Eigeninteresse gespeist waren, aber zum Teil einfach auch aus den politischen Vorstellungen, aus denen sie kommen. Ja, also es gab Leute wie Wodak, wie Bagdi, wie Sönigsen, wie der Klaus Stöhr, ich glaube, Thomas wird später nochmal auf die eingehen, die permanent vorausgesagt haben, im Sommer ist die Pandemie zu Ende. Ja, Sönigsen im Sommer, August 2020. Im Herbst mit der Winterwelle ist das vorbei. Mit der nächsten Virusvariante, das ist die letzte. Ja, im Brustton der Überzeugung. Das waren dann aber die dann immer sofort als nächstes gesagt haben, deshalb kann man die Maßnahmen jetzt zurückfahren. Wir können zurückkehren zur Normalität. Ja, die Maßnahmen sind überflüssig. Manche sind völlig abgedreht, wie Wodak ins Verschwörungstheoretische. Da habe ich jetzt irgendwie auch keine Erklärung dafür. Aber sie haben sozusagen ohne Fachkenntnis eigentlich politische Stellungnahmen abgegeben. Jetzt kann man sich fragen, woraus sind die gespeist? Ich mutmaße aus der gleichen Härte, die sie auch sonst in diesem System zeigen. Ja, dieses System ist, wenn es um ambulante Ärzte geht, zunehmend wird es jetzt im Krankenhaus aber auch so, ein durch und durch ökonomisiertes. Und diese ambulanten Ärzte sind Kleinunternehmer, die schon immer institutionalisiert, wenn sie sprechen, und viele auch als Individuen, quasi ihr betriebswirtschaftliches Interesse an oberste Stelle gesetzt haben. Und das aber so verkauft haben, als ob das Wohl des Patienten sei. Also das ist schon immer ein ökonomisierter Bereich, wo man klar Igelleistungen verkauft, wo man trennt zwischen privaten und gesetzlich Versicherten und Privatversicherten, immer den beim Termin einen Vortritt gibt, auch wenn der gesetzlich Versicherte vielleicht es viel nötiger hätte, dran zu kommen. Ja? Also aus nicht medizinischen Überlegungen, sondern aus ökonomischen, werden da auch Entscheidungen getroffen. Aus dieser Härte heraus
macht euch mal einen Account bei facharzt.de und loggt euch als Dr. Peter Müller ein und lest mal 2 Wochen probehalber, was in der facharzt.de Ärzte diskutieren, dann kriegt ihr da ein genaueres Gespür dafür, wie hart die da auch bereit sind, quasi gegen das Wohl ihrer Patienten zu agieren. Was haben die in Corona gemacht? Ein Teil der Niedergelassenen hat schlichtweg seine Praxis geschlossen. Es kamen zu wenig Patienten, die Leute hatten Angst, sich in der Arztpraxis anzustecken, dann haben sie ihre Praxis geschlossen. Andere haben ein Schild an die Tür gehängt, wenn sie Corona-Symptome haben, gehen sie nicht zu mir, gehen sie woanders hin. Da hätte eigentlich die Kassenärztliche Vereinigung sofort sagen müssen, wenn du das nicht sofort abmachst, kriegst du deine Zulassung entzogen. Ja? Die haben einen Sicherstellungsauftrag, die müssen die Patienten versorgen. Das geht so eigentlich nicht. Sie haben sich geweigert, an den Impfungen teilzunehmen. Erst als dann die KV herausgehandelt hat, dass man irgendwie gutes Geld dafür kriegt, haben sie das gemacht. Heute argumentieren sie, oder heute ist auch schon wieder vorbei, aber als dann die Apotheker auch impfen wollten, da haben sie dann dagegen argumentiert, die hätten keine Expertise, weil inzwischen die KV so gut verhandelt hatte, dass ihnen damit ein Geschäft flöten gegangen ist. Also erst als die Impfungen lukrativ wurden, vor allem die dritte Impfung, da haben sie sich nochmal einen Zuschlag rausgehandelt. Bei der dritten Impfung gab es quasi keinen Aufklärungsbedarf mehr, weil wer sich 2-mal impfen hat lassen, braucht eigentlich kein großes Aufklärungsgespräch, ob jetzt die Impfung, die dritte, gefährlich ist oder nicht. Also wenigstens war das die tägliche Praxis, so dass die Leute gekommen sind, man hat so gemacht und dann sind sie wieder gegangen. Ja. Laborärzte haben dafür gesorgt, dass PCR-Tests nur in Laboren, wo es Laborärzte gibt, gemacht werden können und nicht in anderen anerkannten Laboren. Das hat dann dazu geführt, dass es auch Engpässe bei den PCR-Tests gab und man das nicht so gemacht hat wie in Österreich, wo das irgendwie ganz einfach und unkompliziert ging, weil es staatlich organisiert war. Die Praxen haben dann den Impfstoff, wenn sie geimpft haben, in unnötigen Mengen gekauft, gelagert und den sie nicht gebraucht haben am Freitag, den haben sie dann weggeschmissen. Im globalen Süden war er dringend gebraucht, in deutschen Arztpraxen ist er quasi weggeschmissen worden. Gleichzeitig haben sie Verluste gemacht und diese Verluste, glaube ich, also einer meiner Chefs, Gastroenterologe, gutes Geschäft, ja, die hat gesagt, ja, 2020 haben die 7% weniger Einnahmen gehabt, 2021 13%. Auch daraus kann gespeist sein, die Sehnsucht nach der Rückkehr zur Normalität. Wenn man jetzt fragt, haben die irgendwas gelernt daraus, würde ich sagen, nein, nichts, niente. Ja, es gibt keinerlei Diskussionen darüber, dass die Rolle der KV da doch irgendwie eigentlich eine ganz unglückliche war. Also dass die Kassenärztliche Vereinigung, die KV, die hat den Sicherstellungsauftrag, die muss dafür sorgen, dass die medizinische Versorgung überall gewährleistet ist. Die hat nicht dafür gesagt, dass man Ärzte quasi dazu gebracht hat, in Viertel zu gehen, wo die Ärmeren wohnen, die nicht so gut Deutsch sprechen und so weiter. Und dass man aufsuchende Arbeit macht, ja, was manche sozialmedizinisch orientierte Ärzte durchaus gemacht haben. Das ist aber nicht flächendeckend organisiert gewesen, sondern das hing an dem Engagement einzelner Ärzte, gibt ja auch die Guten unter denen. Nichts, es gibt solche Debatten überhaupt nicht. Man könnte heute sagen, hätten wir ein gutes Primärversorgungssystem. Das muss nicht mal ein staatliches sein, das könnte auch anders genossenschaftlich organisiert sein, aber Non-Profit, flächendeckend, bedarfsgerecht, ja, was gemeindenahe Arbeit macht, was auch mit sowas wie Gemeindeschwestern arbeitet und so weiter, mit Sozialarbeitern, ja, Konzepte, wie man sie aus Skandinavien kennt. Hätte man mit dieser Pandemie anders umgehen können, hätte gerade die besonders vulnerablen Gruppen ganz anders versorgen können. Solche Debatten gibt's unter uns, linken, kleinen Gruppen, aber gesellschaftlich in der großen Ärzteschaft gar nicht. Ja, da gibt's die große Angst davor, die berechtigte Angst, dass Private Equity Fonds jetzt zunehmend auch ambulante Praxen aufkaufen. Aber ansonsten gibt es als Lehre aus Corona nichts, was ich irgendwie da erkennen könnte. Sollte das so kommen, dass quasi diese Private Equity Fonds das jetzt auch nochmal durchkapitalisieren und das vom Kleinunternehmertum zum Großkapital übergeht, dann wird es in der nächsten Pandemie sicher noch schlimmer. Das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen. Das kann aber keine Verteidigung der jetzigen Strukturen sein. Ne? So. Noch schlimmer ist es im Krankenhaus. Im Krankenhaus ist diese Pandemie auf ein brutal durchökonomisiertes
Krankenhauswesen gestoßen. 2004 sind die Krankenhäuser, seit 2004 werden sie über Fallpauschalen finanziert. Es ist ein Preissystem, das Gewinne ermöglicht. Das war auch quasi ein wichtiges Moment davon. Es ist Markt und Konkurrenz eingeführt worden und die öffentlichen Krankenhäuser, die kirchlichen, müssen sich in diesem System verhalten, als ob sie private Unternehmen wären, weil sie in Konkurrenz zueinander stehen auf einem Markt, der unerbittlich ist. Die kriegen dann pro Patient eine Pauschale an Geld, also diesen Preis. Und wenn sie keine Patienten haben, kriegen sie auch kein Geld. Das gehört zum System. Das soll ja den Anreiz setzen, dass man was macht, dass man effektiv ist, dass man die Betten füllt, dass man am besten eine hundertprozentige Bettenauslastung hat. Weil wenn der Ökonom sieht, dass ein Bett im Krankenhaus nur zu 75% ausgelastet ist, dann denkt er wie beim Hotel, ne? 25% Leerstand, das kann ja nicht sein. Als Corona kam und wir die schlimmen Bilder aus Bergamo und aus New York gesehen haben und gesehen haben, da kommt was auf uns zu, das kann bei uns genauso werden, war klar, die Krankenhäuser müssen jetzt Betten freihalten, die müssen alle elektiven Eingriffe verschieben. Elektive Eingriffe sind die Hüft-OP, die man schon seit 2 Jahren machen lassen will und jetzt endlich hat man sich dazu durchgerungen. Solche Sachen, die also nicht unbedingt jetzt überlebensnotwendig sind, geplante OPs. Aber dann war sofort die Frage, wo kommt dann denn das Geld her, wenn wir Betten leer stehen lassen? Wir kriegen ja kein Geld, ja, für leere Betten. Die Feuerwehr, ich übertrage es jetzt mal, kriegt kein Geld, wenn es nicht brennt. Ja, das wäre quasi die gleiche Logik. Also was hat man gemacht? Man hat kurzfristig diskutiert, wir schaffen das ganze Pauschalensystem ab und wir führen Selbstkostendeckungsprinzip ein, das sinnvolle Bezahlprinzip für eine Daseinsvorsorge, nämlich die Kosten, die entstehen, werden bezahlt und Gewinn und Verluste sind unmöglich. Ja? 2 Wochen lang diskutiert worden, Anfang 2020 und wir haben gedacht, yeah. Jetzt, wenn die Corona was Gutes hat, dann vielleicht das. Ist aber nicht dazu gekommen, sondern man hat eine Corona-DRG eingeführt und man hat Freihaltepauschalen eingeführt für ein halbes Jahr. Na, die Krankenhäuser haben Geld bekommen für die Freihaltung von Betten, damit, wenn die Corona-Patienten kommen, sie entsprechend das Geld haben. Es gibt in diesem System keine geplante Kooperation von Krankenhäusern. Warum auch? Auf dem kapitalistischen Markt wäre das ja sogar quasi wettbewerbswidrig, wenn da Gegner kooperieren. Es gab keine Informationen darüber, wie viel Intensivbetten man hat. Es gab zwar Informationen, wie viele Planbetten man hat, aber nicht wie viele reale. Und wie viele real bespielbar sind, wie man im Krankenhausjargon sagt. Dafür musste das DIVI-Register eingeführt werden, das dann dazu gebraucht wurde, immer zu sagen, wie hoch ist die Auslastung der Intensivbetten, weil es ja irgendwann in der Corona-Pandemie den Punkt gab, wo das plötzlich das entscheidende Kriterium für Politik wurde. Sind die Intensivbetten ausgelastet oder nicht? Ja, da wirst du wahrscheinlich noch mal was zu sagen. Die Krankenhäuser sind zunehmend in finanzielle Probleme geraten. Das waren sie aber auch schon vorher durch diese Logik. 50% der öffentlichen Krankenhäuser stehen kurz vor der Insolvenz. Diese ganze Phase hat das nochmal verschlimmert. Und daraus kommt jetzt auch die Reaktion der Politik. Die Lehre aus Corona, die sie jetzt ziehen, ist ein Stück weit die sie quasi selbe Antwort, die sie vorher schon mal gegeben haben. Sie haben nämlich bis zum Frühjahr 2020 war die Krankenhausdiskussion eine über, wir müssen Krankenhäuser schließen, wir haben viel zu viele. Das ist viel zu teuer. Die Diskussion ist sofort verstummt, als die Bilder von Bergamo kamen und man sich brüsten konnte, wie toll viele Betten wir haben und wie viele Krankenhäuser wir haben. Gott sei Dank hatten wir die. Wir haben nie diese Nöte gehabt wie in Italien und in anderen Ländern. Und jetzt, wo das quasi ein Stück weit wieder vorbei ist, ist die Diskussion sofort wieder mit aller Härte ausgebrochen. Und die Reform, die jetzt vorgeschlagen wird, die ja von Lauterbach quasi so angekündigt worden ist, wir haben verstanden, die Ökonomisierung haben wir auf die Spitze getrieben, wir brauchen jetzt eine Revolution, eine Entökonomisierung, das waren die Worte, die wird jetzt so beantwortet, dass sie sagen, wir bezahlen jetzt mehr Vorhaltepauschalen.
Was denkt der naive Leser oder Bürger? Sie bezahlen jetzt tatsächlich Vorhaltepauschalen und dann kriegt das Krankenhaus auch nochmal Geld, wenn dann eben was gemacht werden muss. Nee, so ist es nicht. Sondern sie nehmen einen Teil des Geldes, was jetzt über diese Fallpauschalen bezahlt wird, heraus, 20% dieses Volumens. Und das wird jetzt nur in einer anderen Form bezahlt, nämlich als Vorhaltepauschalen. Und das soll erst mengenunabhängig sein, weil sie wissen, dann sind sie wieder in der Logik drin, die sie mit den DRGs verlassen wollen. Und wenn man sich den Text dann durchliest, dann ist das also quasi eine bevölkerungsbezogene Pauschale. Ein Krankenhaus ist hier in Köln und hat eine Bevölkerungsanzahl von so und so viel 1000 Köpfen. Dafür kriegt es Vorhaltepauschalen. Und dann steht, also wirklich, da steht dann so drin, aber wenn man nur das als Kriterium machen, dann kriegt ein Krankenhaus ja vielleicht Geld, wenn es gar nichts macht. Oh je, das geht gar nicht. Schreiben die dann da auch so, ja? Also ich meine, das ist ja völlig klar, ein Krankenhaus hat auch mal leere Betten. Da gibt's auch mal Leute, die vielleicht mal nichts machen müssen, weil gerade keine Kranken da sind oder so. Das geht nicht. Also wird das nächste Kriterium eingeführt, man bindet es wieder doch rück an die DRG-Logik, an die Fallpauschalen und man bindet es zurück an Qualitätskriterien. Könnte man sagen, gut, wir wollen auch, dass es gute Qualität gibt. Aber die Logik ist, Betriebswirte denken da, wer schlechte Qualität liefert, kriegt Abzüge an Geld. Man fragt sich, wie er dann bessere Qualität liefern soll. Ja? Also die Frühgeborenen sterben, weil die Hygienemaßnahmen nicht so gut sind und sowas. Man streicht denen das Geld, weil das schlechte Qualität ist. Und da wird noch eine Putzfrau eingespart. Ja? Man müsste ja umgekehrt sagen, wenn jemand schlechte Qualität liefert, müssen wir gucken, wieso. Entweder wir schließen das oder wir sorgen dafür, dass die Qualität besser wird. Das hängt ganz oft an mehr Personal und so weiter. Also muss man da mehr Geld reinstecken und nicht weniger. Also das ist quasi jetzt die Lehre, die man aus Corona zieht, dass man das anders finanziert und eigentlich alles beim Alten lässt, meines Erachtens. Und zweitens, will die Krankenhäuser neu organisieren nach einem Konzept von 3 Leveln, Maximalversorger, mittlere Versorgungsstufe und so eine Grundversorgungsstufe. Danach sollen alle Krankenhäuser sich richten und sollen ausgerichtet werden. Und wenn man sich diese Pläne genauer ausguckt, heißt es, dass von 1700 Krankenhäusern mutmaßlich 600 geschlossen werden. Also man ist wieder da angelangt bei dem, was man eigentlich schon vor Corona machen wollte. Man will nämlich Betten schließen und dadurch die Versorgung verbessern. Das ist die Lehre, die man aus Corona zieht. Worüber man nicht redet, ist die Privatisierung. Die steht wie ein weißer Elefant im Raum, über den keiner spricht. Und all diese Maßnahmen werden auch überhaupt nicht verhindern, dass die Privaten hier weiter ihr Geschäft machen. Wenn das so kommt und dann die nächste Pandemie kommt, würde ich auch da vermuten, dass die Zustände eher schlimmer werden. So, und jetzt 5 Minuten habe ich noch, ne? Zum vierten Punkt. Oder vielleicht eins noch zu den Krankenhäusern. Es gibt natürlich Gegenkonzepte. Wir sind in einem Bündnis aktiv, das nennt sich Krankenhaus statt Fabrik. Und wir versuchen, die Kämpfe der Beschäftigten in den Krankenhäusern, die es im Moment massenweise gibt, 11 Wochen Streik, habt ihr hier mitgekriegt in Köln letztes Jahr, die zu unterstützen und mit unseren Argumenten auch zu unterstützen und irgendwie dafür zu kämpfen, dass diese Fallpauschalen abgeschafft werden und dass wir zu einem Selbstkostendeckungsprinzip zurückkommen, dass dann auch quasi die Privaten auch aus dem Markt raus fegt, ja, weil die dann da kein Interesse mehr haben. Also wir fordern quasi ein Gewinnverbot in diesem Sektor und eine Rückkehr und eine Demokratisierung von Planung und eine andere Finanzierung. Das scheint mir nicht die Lehre zu sein, die Lauterbach und seine Kommission ziehen. Und jetzt noch ein vierter Punkt, der, glaube ich, wichtig ist, wenn man sagt, was können wir eigentlich lernen aus der Corona-Debatte? Es gab anfangs immer diesen Satz, das Virus macht keine Unterschiede. Ja, das stimmt individual, biologisch auch. Ja, also nicht nur die Alten und Vulnerablen sind krank geworden, sondern auch die jungen Sportler lagen japsend auf dem Bauch in der Intensivstation. Es waren tendenziell mehr alte Menschen, ja, aber es konnte alle treffen. Die Aussage ist aber trotzdem falsch, weil es trifft, wenn man sich
gesellschaftlich, soziologisch anguckt, genau wieder die Armen, die schon bei allem anderen auch benachteiligt sind. Es trifft die Armen und es trifft die vulnerablen Gruppen. Die Zahlen brauchen jetzt nicht zu interessieren. In New York waren es fast doppelt so viele schwarze Menschen oder People of Color betroffen von schwere Corona-Erkrankungen wie Weiße. Ja, in Großbritannien hat man dieselben Ergebnisse gemacht. Also Corona hat sozusagen die Ungleichheit, die es entlang von Klassenlagen und von Armutslagen in dieser Gesellschaft, die ja teilweise auch quasi gekoppelt sind an die Frage von, hat man Migrationshintergrund, ist man People of Color und so weiter, reproduziert und zum Teil sogar noch verstärkt. Ja, also die Ärmeren sind mehr gestorben, schwerer krank geworden, unter denen sind mehr, die an Long-Covid leiden und so weiter. Diese Debatte wäre, glaube ich, viel zentraler zu führen als die leidige, ob man jetzt die Schulen hätte schließen sollen oder nicht. Also bei dieser Schulschließungsdebatte geht es ja darum, ob nicht die psychosozialen Folgen für die Kinder quasi ungleich größer sind als der Nutzen, den das für die gesamte Gesellschaft erbracht hätte oder hat. Das weiß man ja noch gar nicht genau, die Schulen zu schließen. Ja. Worüber da nicht geredet wird, ist, dass auch das ja einen sozialen Bias hat und dass das ja nicht alle Schüler und Schülerinnen gleich betroffen hat, sondern die aus den ärmeren Schichten in einer ganz anderen Weise, wie die von den reicheren Kindern. Es wird nicht darüber debattiert, dass man ja die Schulen hätte umrüsten können, dass man die Klassenräume vergrößern muss, dass man irgendwelche Geräte zum Luftaustausch reinmachen muss und, ja, oder nachmittags, vormittags Konzepte und alles Mögliche, das, was in den letzten Jahren vielleicht möglich gewesen wäre. Sondern es wird heute einfach so drüber geredet, die Schulschließungen waren schlecht, es darf die nie wieder geben. Das hätte eine Lehre aus der Pandemie sein können, dass niemand mehr sagen soll, nie wieder gibt's das und das, ja. Aber die Debatte wird einfach in einer ganz anderen Sphäre geführt. Genauso ist es mit dem öffentlichen Dienst. Ja. Der öffentliche Gesundheitsdienst hat kein soziales Gedächtnis. Die vielen guten Leute, die da gearbeitet haben in der HIV-Pandemie, ja, in den 80ern und frühen 90ern, die irgendwie Konzepte entwickelt haben von aufsuchender, gemeindenaher, lebensweltnaher Arbeit und so weiter, ist alles in Vergessenheit geraten und es hat in Corona ungefähr ein Jahr gedauert, bis man im ÖGD auf die Idee gekommen ist, dass es doch vielleicht sinnvoller wäre, statt zu warten, bis die Leute ins Impfzentrum kommen, hinzugehen zu ihnen, mit ihrer Sprache zu sprechen, mit Leuten aus ihrer Community dahin zu gehen und alles das, was man weiß, aus HIV-Zeiten, musste quasi neu erfunden werden. Auch da gibt es, glaube ich, kein neues Lernen, ein Festhalten solcher Erkenntnisse oder eine Umstrukturierung, auch wenn es Pläne gibt zum ÖGD. Kurzum, ich habe den Eindruck, es wird eigentlich nichts gelernt. Es ist keine Lehre daraus gezogen worden. Die ganzen Debatten in den frühen 2020er Monaten, die bis in die Süddeutsche geführt wurden, ja, was ist denn eigentlich eine sinnvolle Produktion hier? Was brauchen wir eigentlich notwendig und auf was könnten wir verzichten? Was ist systemrelevant? Ja? All diese Debatten sind vollkommen verpufft. Im Gesundheitswesen sind die Debatten auf dem gleichen Stand wie vor der Pandemie. Wenn es da nicht die kämpfenden Beschäftigten gäbe, die permanent gegen diese Ökonomisierung ankämpfen, gäbe es da gar keine positiven Anknüpfungspunkte. Ja, und ich habe vorhin noch eins vergessen, worüber man natürlich auch reden muss, die ganzen Maßnahmen, wenn man über soziale Determinanten nachdenkt, die ganzen Menschen, die in Sammelunterkünften leben, ob das Geflüchtete sind, ob das Altenheime sind, ob das Knäste sind, ja, wo es viel vermeidbaren Leid und Tod durch Covid gab. Ja, auch darüber wird nicht weiter nachgedacht. Ja. Es gab ja schon vor Covid die Forderung, die Leute nicht in Sammelunterkünften unterzubringen, wenn die Geflüchteten. Ja. In Covid-Zeiten hätte das noch einmal verstärkt kommen müssen, man hätte das alles längst entzerren müssen. Es ist nichts daraus gelernt worden. Bei den Pflegeheimen das Gleiche, die Knäste sind auch nach wie vor genauso organisiert. Man hätte viel lernen können, aber das ist alles quasi
In kleinen Kreisen wird es diskutiert, im Großen und Ganzen. Ich habe jetzt gar nicht von der ganzen Impfmisere geredet, die global ja auch die Vollkatastrophe war, mit dass die Patentrechte nicht aufgehoben wurden und. Ja, dass also quasi die reichen westlichen Länder an diesen Impfstoff kamen und die Armen im globalen Süden ihn nicht bekommen haben und so weiter. Auch das ist eine Misere, an der überhaupt nichts verbessert wurde. Obwohl es anfangs Versprechen gab, bei dieser schlimmen Krankheit wird es keinen Patentschutz und nichts geben. Das wird gerecht verteilt werden. Ja? Auch alles in Vergessenheit geraten, als es dann praktisch wurde und ans Eingemachte ging. Vielleicht soweit erstmal. Historische Ereignisse erfahren häufig Uminterpretationen, die nicht zur Wahrheitssuche bezüglich Vergangenen da sind, sondern Einstimmung auf Zukünftiges und Handlungsanweisungen für die Gegenwart. Ein sehr bekanntes Beispiel dürfte das Jahr 2015 sein, also die sogenannte Flüchtlingskrise und die damalige Entscheidung der Merkel-Regierung, für einen geschichtlich sehr kurzen Moment nicht mit aller denkbaren Staatsgewalt, also etwa dem Einsatz von Schusswaffen gegen die Geflüchteten vorzugehen, sondern sie, wenn sie schon mal bis Ungarn gekommen waren, reinzulassen und dann einer Prüfung ihrer Nützlichkeit der sogenannten Integration zu unterwerfen, bis die Grenzen fester und unmenschlicher als je zuvor durch Abkommen mit der Türkei und jedem Asylrecht spottenden Geschehnissen an der Grenze zu Belarusland geschlossen wurden. Die Kanzlerin habe damals ein unverantwortliches Wir schaffen das gesprochen und damit diese sogenannten Flüchtlingswellen jetzt richtig angelockt, die Deutschen überfordert, die AfD so zum Erfolg verholfen und insgesamt unsere Gutmütigkeit und Herzensgüte überstrapaziert. Jedenfalls darf sich so etwas nie wiederholen. Das ist inzwischen sozusagen Konsens und selbst jene, die für einen kurzen Moment an den Bahnhöfen mit Stofftieren nach den Ankommenden werfen oder als Journalisten die Willkommenskultur feierten, können über die Kanzlerin nur erschüttert noch den Kopf schütteln. Alles Barbarische, Flüchtlingspolitisches seitdem irgendwie erlaubt, dafür pro Asyl aus allen Talkshows verbannt. Genau so ein Wandel scheint mir bezüglich der Pandemie gegenwärtig im Gange zu sein. Denn wie weggeblasen alle, sogar die substanzlose Kritik an Fehlern, Fehlurteilen, Unvorsichtigkeiten, Versäumnissen, Unterschätzung, Verharmlosung des Virus. Als dürfe es nur eine Botschaft vom Bestand noch geben. Wir litten damals unter Panikmache und hätten die Unvorsichtigkeit übertrieben. Merkels Übervorsicht und ihre Beratung durch Drosten oder Melanie Brinkmann stehen also am Pranger und dafür wird manches richtige Argument instrumentell benutzt, zum Beispiel der als übervorsichtig geltende Lauterbach hat die komplett blödsinnige Aussage gemacht, dass Impfen nebenwirkungsfrei sei. Das zeigt nur, dass er denkt, dass man etwas Richtiges nur durchsetzen kann, wenn man betrügerisch formuliert. So etwas gibt's nicht. Und daran wärmt man sich aber instrumentell zum Zwecke der Durchsetzung dieses Dogmas die Füße. Springers Medien treten nach, die Organe der Querdenker. Ich habe das vorgestern nochmal in den Nachdenkseiten gelesen, sind oben auf. Und weder an Herrn Kubicki noch an Frau Wagenknecht klebt rückblickend irgendein Makel an Herrn Gassen, Herrn Schmidt-Schanner sieht oder Klaus Stöhr und wie die mörderischen Virologen so heißen, hier ist recht nicht. Zwei Autoren, die ich ganz besonders schätze, der Stefan Wirth aus dem Verband, dem auch Nadja angehört, und Paul Schubert, der Redakteur der kleinen österreichischen Zeitung Versorgerin, mit dem ich wahrscheinlich das gelungenste Pandemie-Interview
führen durfte, haben diese Tendenz viel ausführlicher dargestellt, als ich das hier tun kann. Und natürlich weiß ich, dass das öffentliche Interesse gegenwärtig nicht auf die Pandemie und ihr offiziell verkündetes Ende und ihre Bilanzierung fokussiert ist, was ich hier eingangs angedeutet habe, geht also aus meiner Sicht ein oder ist Fragment, ist Bestandteil eines allgemein zu beobachtenden Durchdrehens oder eines seltsamen Furors gegen alle begründete Ängstlichkeit und Vorsicht, gegen alle pazifistische Weicheier. Ich zitiere nur beispielhaft aus einem von 100 möglichen Beispielen, in diesem Fall aus der FAZ vom 19.02. Dort heißt es: Wir Deutschen fürchten Gott, sonst nichts auf der Welt. Dieser Satz von Bismarck, früher einmal auf Denkmälern, Postkarten und Wandtellern zu lesen, sieht und hört man schon lange nicht mehr. Zudem ginge die Aussage längst weit über die Wirklichkeit vorbei. Viel wahrer wäre, wir Deutschen fürchten nicht mehr Gott, sondern alles andere auf der Welt. Den Klimawandel, die Kernkraft, den Atomkrieg, die kulturelle Aneignung. Denkt das Ausland an Deutschland in der Nacht, dann fällt ihm nicht mehr Bismarck ein, sondern German Angst. Das erschüttert uns. Das Ausland, das uns früher mal fürchtete, lacht uns aus. Und so manches Ausland, wie wir wissen, hat die Pandemie früher als wir für beendet erklärt, vor uns die letzten Restriktionen gecancelt. Das ist unvereinbar mit der einstigen Zustimmung Deutschlands zu Bismarcks Furchtlosigkeit. Gegen solchen Furor, weil für meinen Geschmack auch zu viele Linke als angstfreie Stahlmänner sich gerieren, will ich eine kleine Sequenz von Herbert Marcuse im Folgenden vorstellen. Er postuliert im eindimensionalen Menschen die Zitat Absage an alle Härte, Kumpanei und Brutalität, Ungehorsam gegenüber der Tyrannei der Mehrheit, das Eingeständnis von Angst und Schwäche, die vernünftigste Reaktion gegenüber dieser Gesellschaft, eine empfindliche Intelligenz, die Ekel empfindet angesichts dessen, was verübt wird. Diese Eingeständnis von Angst und Schwäche soll uns davon befreien, uns auch noch selbst zu geißeln, wenn wir uns an einzelne Episoden der letzten Jahre erinnern, wo wir vielleicht ein Übermaß an Vorsicht im Privaten tatsächlich haben walten lassen. Das Bemerkenswerte ist, oder scheint mir, als Nadja und ich das letzte Mal über die Seuche diskutieren, also im Februar letzten Jahres in Hamburg und dann nochmal im Mai letzten Jahres in München, polemisierte ich, oder man kann sagen, polemisierten wir noch gegen das damals allgegenwärtige Dogma: Deutschland ist doch gut durch die Pandemie gekommen. Ein Dogma, das jetzt von rechts angegriffen wird und an dem dennoch nichts Verteidigenswertes ist. Denn wer damals oder jetzt immer noch behauptete, Deutschland sei doch ganz gut durch die Pandemie gekommen, will die 170.000 Toten und die schwer Erkrankten, die gegenwärtig noch kaum bezifferbaren Long-Covid-Opfer, von denen ein Teil nicht heilbar zu sein scheint, ins Dunkle stellen, ins Übersehen werden, degradieren, zu Material der Statistik herabstufen, sie also verdinglichen in der Zweitrangigkeit, zum Kollateralphänomen einer insgesamt gelungenen Krisenbewältigung. Die Methode ist im Regelfall der Vergleich, denn anderswo auf der Welt sind die Zahlen der Toten im Verhältnis zur Einwohnerschaft bekanntlich höher, und so kann doch nur auf der Hand liegen, dass wir gut durchgekommen seien. Empirie übersättigt, wie ich zu meinem eigenen Leidenwesen bin, fällt es mir wirklich leicht, praktische
viele komplett falsche Prognostik und Versäumnisse der Staatspolitik aufzuzählen. Vielleicht in früherer Zeit die Verharmlosung des Virus etwa durch Spahn. Denn die Aussage, Masken brechen nichts, seien eher schädlich, jedenfalls solange es an ihnen in Deutschland mangelte. Dann später diese unfassbare Lockerung vor dem sogenannten unbeschwerten Sommer 2020, die mich und andere erstmals, und ich meine bis jetzt berechtigterweise, von einem Konzept kontrollierter Durchseuchung als das staatspolitische Programm sprechen ließen. Dann diese Verzögerung, sogar des Lockdown-Light im Herbst 2020, diese Verzögerung, von der Melanie Brinkmann glaubt, sie hätte 30.000 vermeidbare Tote gezeitigt. Das ist eine ungeheure Dimension, die auch in der unfassbaren Fahrlässigkeit oder Gleichgültigkeit gegenüber den ärmeren Ausgelieferten in den Pflegeheimen an den Tag gelegt wurde. Ich bin also kurz gesagt, wenn es um den Tod und seine Verantwortlichen geht, durch und durch nachtragend und kein Anhänger der Talkshow-Vokabel. Man solle über vergossene Milch nicht reden und nach vorne schauen. Um das Ausmaß der unverantwortlichen Entwarnungen sich zu vergegenwärtigen, kann man nochmal die das Ende der Pandemie für den Sommer 2021 terminierenden Interviews des damaligen Kanzleramtsministers Braun nachlesen oder schlicht und einfach die Feststellung treffen, dass in dem Wahlprogramm aller Parteien zur Bundestagswahl 2021 die Pandemie entweder gar nicht oder nur in Vergangenheitsform als etwas, auf das man zurückblickt, vorkam. Derweil selbst Facharzt für Naturmedizin als besonders kompetent geltende Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher hat dann das garantierte Ende der Pandemie auf den Dezember 2021 terminiert. Die Aufzählung unter der Kategorie Fehler, also diese Positionierung im Handgemenge, dieses Erschüttertsein über, nennen wir es unnötig, gestorbene Menschen, darf allerdings niemals die systemische Notwendigkeit verdecken. Betrachte ich gut materialistisch diese, dann führt nichts an der Feststellung vorbei. Deutschland ist tatsächlich und zutreffenderweise gut durch die Pandemie gekommen. Denn der Staat als Regulator der Akkumulation von deren Gelingen er über die ihn finanzierenden Steuern abhängig ist, hat bei der Balance zwischen gesellschaftlich akzeptierten Opfern einerseits und andererseits der Vermeidung einer zu hohen, das nötige Reservoir der wahren Arbeitskraft beeinträchtigten Zahl von infizierten Kranken und Toten keineswegs versagt. Auf diesem Gebiet hat er Spielräume, aber er besitzt diesbezüglich keine Freiheit. Er ist bestenfalls bedingt souverän und hat seine Funktion in der gelingenden Kapitalakkumulation gefesselt. Die staatliche Bewirtschaftung des Menschenmaterials hat bislang zum Resultat gerade auch durch den alles überwürdenden Erziehungsprozess zur Schizophrenie, wonach man zeitweise im Privaten ja wirklich überreglementiert war und die Bank im Park meiden sollte und extrem unvorsichtig zu sein habe im Beruflichen auf dem Weg zur Arbeit und angstfrei dort zu sein habe, hat bislang zum Resultat, dass kein signifikanter Mangel an wahre Arbeitskraft aufgetreten ist. Die zeitweise Stilllegung von Randbereichen der Ökonomie und die subventionierte Aufrechterhaltung der produktiven und in der Weltmarktkonkurrenz ausschlaggebenden Schlüsselsektoren, wenn nicht gerade mal wieder eine
Lieferkette gerissen war, hat Deutschland Kapitalismus immanent gesprochen, wirklich gut durch die Krise gebracht. Die Entwicklung der Exportziffern etwa des Jahres 2021 im Vergleich zum Export 2019, also vor der Pandemie, beweisen das ebenso wie die Bilanzen nahezu aller großen Konzerne aus diesem Jahr 2022. Es gibt also keinen Grund, das ist töricht, blind und falsch. Und manchmal bestimmt auch von der Sehnsucht nach Reputation getrieben, wenn Linke sich und ihre Konzepte als bessere, ideelle Gesamtkapitalisten gerieren, denen die Veränderung von Kapitalakkumulationsstockung am Herzen liegt. Es gibt keine Linke, es gibt keine systemfeindliche Politik, die das Wirtschaftsgetriebe nicht zu schädigen beanspruche und das auch offensiv und mit einiger Freude hätte, wäre sie etwas machtvoller betrieben. Wenn man von staatlicher Bewirtschaftung des Menschenmaterials spricht, wenn man das als den Kern dessen, was wir jetzt mehrere Jahre analysiert haben, begreift, dann muss man begreifen, dass der Staat sowohl den Tod organisiert, als auch das Leben schützt. Und wegen dieses zweiten Faktors kommt und kam es auch historisch immer wieder zu diesen Überschneidungen mit progressiven Forderungen der Arbeiterbewegung. Man denke etwa historisch an das Verbot der Kinderarbeit. Einerseits objektiv notwendig, um die Reproduktionsfähigkeit der wahren Arbeitskraft zu erhalten und nicht zu unterhöhen. Und zweitens zugleich Forderung der Arbeiterbewegung und des Humanismus. Die Begrenzung der Zahl von Toten, wie wir sie am Beispiel der Verkehrspolitik schildern können, wo mit Bestimmungen zur erlaubten Geschwindigkeit oder zur Anschnallpflicht oder zur Pflicht, nur mit TÜV geprüften Autos durch die Gegend rasen zu dürfen, erreicht werden soll und wird, ist, dass es nicht zu viele Krüppel und Tote geben soll. Nicht ihre Verhinderung, nicht, sondern nicht zu viele. Über die staatliche Organisation des Todes kann jeder Auskunft geben, der, sagen wir, nur die Tatsache reflektiert, dass in der Klassengesellschaft ärmere Schichten rund 10 Jahre geringere Lebenserwartung haben als die Wohlhabenden. Wer das entschlüsseln kann oder entschlüsseln kann, dass zum Beispiel in Arbeitsbedingungen, im Umgang mit toxischen Stoffen, in Schichtarbeit, in Überanspruch, Beanspruchung geschundener Körper, unübersehbar in der Ernte- und Bauarbeit der modernen Wanderarbeiter und so weiter und so weiter, der Arbeiter in der Fleischindustrie, alles Faktoren, die zur Normalität gehören, die ja erst dann einen süßlichen Klang bekommt, wenn Söder das Wort Normalität ausspricht und dabei dann nur an Ereignisse denkt, wo man sich besäuft. Alles zur Normalität gehört und tatsächlich lebenserwartungsverkürzend ist. In der Pandemie ist die Zahl akzeptierter Toter keine im Vorwege bestimmbare Größe. Was in der Vorausschau wie eine unerträgliche Loyalität und Staatsvertrauen erschütternde, zu Zerwürfnissen führende Größenordnung erscheint, kann im Prozess als akzeptables Opfer für unsere Art zu leben oder als akzeptables Opfer für den bürgerlichen Begriff der Freiheit verarbeitet werden. Die kapitalistisch notwendige Ideologie, notwendige, unhintergehbare Ideologie, die tief in die unteren Klassen eingewandert ist, auch die unteren Klassen prägt und sie hässlich macht, ist die Ideologie des Kollateralschadens gegenüber, gegen das sich alles Linke
Denken sehr prinzipiell richten muss. Und diese erfuhr praktisch exemplarische Verwirklichung im Frühjahr 2021, als die Inzidenz als relevantester Faktor faktisch abgeschafft wurde und damals der alles überragende Maßstab verkündet wurde, entscheidend sei, dass die Intensivmedizin nicht überlastet werde und die kritische Infrastruktur standhalte. Ein kompletter Paradigmenwechsel, die Hinwendung zu dem Prinzip des Sterbens in geordneten Bahnen. Der Sterbens ohne Bilder à la Bergamo, New York, ohne Staus vor den Krematorien, ohne gestapelte Plastiksäcke mit Leichen. Je größer die Kapazität der Intensivmedizin, das ist die Logik, desto höher die akzeptierbare Zahl der Toten. Und durch jeden Tod eines Intensivpatienten wird bekanntlich ein Bett wieder frei. So hilft der zügig Sterbende bei der Einhaltung des neuen Regelswerks aus dem Frühjahr 21. Dies ist keine Übertreibung von mir. Das ist die Wahrheit über die Substanz der damals eingeführten antihumanen Prämisse. Und weil wir nun mal wissen, dass weniger als die Hälfte der Toten auf der Intensivmedizin gestorben sind, und weil wir ja beobachten konnten, wie sozialdarwinistisch in den Medien und von Politikern und so weiter argumentiert wurde, dass die Alten sich mit dem Sterben nicht so anstellen sollen. Weil wir also wissen, dass weniger als die Hälfte der Toten auf der Intensivmedizin gestorben sind, müssen wir auch unterstellen, dass in stiller Triage alte Menschen als aussichtslose Fälle deklariert wurden, werden sie nicht eingeliefert werden. Das mag, ich will das gar nicht bestreiten, manchmal richtig und verständlich sein. Ich bin kein Feind von Patientenverfügung und ich übergehe nicht, was Nadja gesagt hat, wie wenig Menschen, die an die höchste Stufe der Intensivmedizin angeschlossen waren, überleben konnten. Aber ich weiß, es ist auch hier sehr viel Fremdbestimmung im Spiel. Denn vergesst nicht, gerade Alte und Schwache sind ja in ihrem Bewusstsein auch Bestandteil des darwinistischen gesellschaftlichen Diskurses, dass, wer nun mal viele Runden schon gedreht habe, sich vorbildlich verhalte, wenn er jüngeren Aktiven mit beiden Beinen im Leben stehenden, eingelieferten Familienvätern Platz mache, um nicht zu sehr zur Last falle. Alles hat es massenhaft gegeben. Dieses Prinzip ist mörderisch, nicht erst, wenn es sich blamiert, nicht erst, wenn es nicht hält, nicht erst, wenn Intensivmedizin und relevante ökonomische Sektoren Zusammenbrüche erleiden. Diese Zusammenbrüche gab es flächendeckend nicht, sondern regional begrenzt und temporär, speziell dort, wo die AfD stark und also die Impfquote niedrig war. Erinnert euch vielleicht an die Bilder von den Krankenhäusern aus Zwickau und Umgebung, wo Arzthelferinnen und Pfleger gesagt haben, ihr beruflicher Alltag bestehe in Tüten von Leichen in Plastiksäcken. Aber im Ganzen bisher hat es geklappt, diese mörderische Prämisse einzuhalten. Als Nadja und ich vor einem Jahr gemeinsam auf dem Podium saßen, damals starben täglich so zwischen 220 und 250 Menschen, an Spitzentagen, wie man so sagt, 380. Diese Woche dürften es vielleicht im Durchschnitt 80 bis 110 sein, vielleicht in dieser Woche 700, wenn die Tendenz so hält. Das Ende der Pandemie und allen Maßnahmen ist durch diese Ziffer in der bürgerlichen Ideologie legitimerweise auszurufen.
Stefan Wirth, den ich schon gelobt habe, bringt es schön auf den Punkt, wenn er schreibt, die Covid-19-Pandemie scheint dann vorbei zu sein, wenn erstens nicht allzu viele gleichzeitig sterben und zweitens die Mehrheit mit anderen beschäftigt ist. Das finde ich gut formuliert. Nun könnte man begründete Skepsis ausdrücken, ob alles so weitergeht, wie die Herrschaft und ihre Medien es verkünden, die Sache also im Griff bleibt. Paul Schubert und Stefan Wirth tun das ohne jede Lust am Apokalyptischen. Stefan verweist darauf, dass etwa 10% aller über 60-Jährigen weder geimpft noch genesen sind und dass nur 50% dieser Altersgruppe den empfohlenen Impfstatus haben. Er hofft dennoch auf eine etwa rückläufige Zahl der Infizierten und Toten, wenn, das ist seine Voraussetzung, seine entscheidende, wenn die Auffrischungsimpfungen im hohen Maß in Anspruch genommen werden, was wir durch die neue Propaganda nicht wissen. Daran zweifelt übrigens auch der im bürgerlichen Spektrum kluge Chef etwa des FAZ-Wissenschaftsressorts Joachim Müller-Jung, der im Januar schrieb, Zitat, Bereitschaft, fest daran zu glauben, dass die Pandemie vorüber ist, für unangemessen hält und für gefährlich, dass diese Botschaft sich quasi ungefiltert fortpflanzt, somit das Interesse am Virus geringer und die Risikobereitschaft größer wird. Und dann fragt er sich, was das heißen könnte für den Immunschutz und für den Schutz der Bevölkerung von möglichen neuen Ausbrüchen. Natürlich geht auch sein Blick in die USA zu den extrem immunresistenten, hochansteckenden, gefährlichen Varianten XBB.1.5. Ich, angelehnt an stofflich mir weit überlegene Fachleute, habe ja in den letzten Jahren öfter in Vorträgen, in Aufsätzen, in diesem Buch, das ihr alle lesen müsst und so weiter, die drohende Möglichkeit erwogen, dass eine Variante entstehen könnte, die eine Fähigkeit von Durchbrüchen bei Geimpften und Genesenen wie Omikron und eine Gefährlichkeit wie Delta besäße. Diese Befürchtung oder negative Prognostik war als Möglichkeit gegeben, blieb zu meiner Erleichterung aber aus, was niemanden verdient, sondern ein reiner Glücksfall ist. Seit September 2020 setze ich Überlegungen, Thesen, manchmal auch Prognosen im Verlauf der Pandemie in die Welt, so gut ich kann. Das alles ist natürlich ohne Relevanz, was den Einfluss auf größere Segmente der Gesellschaft oder gar Staatspolitik oder etablierte Diskurse betrifft. Das alles ist in kleiner Auflage im gesellschaftlichen Hof zu verordnen. Und weil ich mir an Alarmismus und der Erzeugung von apokalyptischer Angstlust noch nie die Füße gewärmt habe, waren die konkrete Prognostik immer zurückhaltend und richtig. Weil das wirklich nicht Selbstlob sein soll, sondern man das aus den Tatsachen bei mittlerer Bildung entnehmen konnte, will ich sozusagen gegen mich erwähnen, dass ich die prognostische Befürchtung der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin vom März 2021, wonach es im Mai des Jahres 2021 6.000 Intensivpatienten und wahrscheinlich über 1.000 Tote täglich geben werde, als Wahrscheinlichkeit übernommen habe, auch in meinem Buch und in meinen Vorträgen. Das trat nicht ein, nicht im Konkreten. Das ist gut, was eintritt, wie es insgesamt gut ist, wenn wir ohne Scheu an die Debatte gehen, wo unsere Befürchtungen oder unsere Maßnahmen, Vorschläge im Handgemenge unzutreffend und falsch waren. Wir sind doch alle sowieso immer überfordert, warum denn ausgerechnet auf diesem Gebiet nicht.
was eintreten wird, katastrophisch. Wenn die herrschenden Produktionsverhältnisse und die von ihnen erzeugten konsumtiven Bedürfnisse prolongiert werden, wird den Schluss meiner Einleitung bilden. Davor, als die Schlüsselfrage schlechthin, als das Moment der Erkenntnis, wie die Krise von der Normalität, dem größten Glücksversprechen unserer Zeit, präjudiziert wird, wie der Ausnahmezustand seine Form gewinnt durch das Leben in der Normalität, wie der Ausnahmezustand das Fundament in der Sachlichkeit der instrumentellen Vernunft hat, will ich euch ein kurzes Zitat des durch und durch Vernünftigen, nicht zur mörderischen Clique der merkelfeindlichen Virologen wie Streeck, Schmidt-Chanasit, Klaus Stöhr oder dem ja wirklich furchtbaren Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Kassen gehört, sondern ein ganz und gar unideologischer, unfanatischer, gar nicht mit Berenken und ähnlichem Dreck sympathierender Immunologe, Professor Carsten Wötzel, sagt, ich glaube, bei H4 habe ich das mitgeschrieben, und genau ihr habt an dieser Stelle die Möglichkeit, aber ihr diesen Repräsentanten als Repräsentanz der Verrohung, die ihr euch erschaudern lässt, adaptiert, oder als etwas, was nun einmal so bedenkenswert im Rahmen marktwirtschaftlicher Normalität ist. Professor Watzel also sagt, die zukünftigen Winter werden letztendlich so aussehen, dass wir immer wieder Corona-Fälle haben. Wir werden natürlich auch Corona-Tote haben. Und wir müssen endlich die Diskussion führen, wie viele Corona-Tote wir uns erlauben wollen. Ich meine, wir erlauben uns für viele andere Sachen ja auch gewisse Todeszahlen. Dann wirft er mal die Zahl 20.000 Tote pro Winter ein, die wir uns erlauben sollten. Damit, wenn wir schon mal plaudern, wie viele Tote von uns denn wirklich nicht stören würden und erst recht nicht aus der Ruhe bzw. der Normalität brächten, auch so eine Art argumentativen Anker, 20.000 Tote pro Winter. Die hier postulierte Normalität ist eine, die geteilt wird von einer überwältigenden Mehrheit, ist eine Selbstverständlichkeit und ist eine Notwendigkeit einer funktionierenden Marktwirtschaft. Ohne diese Normalität ist Klassengesellschaft und ihr Funktionieren nicht denkbar. Ich gebe euch deswegen zwei Zitate von Herbert Marcuse zu diesem Thema mit aus dem Weg. Es handelt sich um die Abgeklärtheit gegenüber Entsagung und Sterben und die Verklärung der Selbstverhärtung zur Tugend. Vielleicht auch um die Bebilderung einer großen normalitätsfeindlichen Satzes von Walter Benjamin, der bekanntlich das Bestehende für die Katastrophe hielt. Das erste Zitat von Marcuse geht so: Wir leben und sterben rational und produktiv. Wir wissen, dass Zerstörung der Preis des Fortschritts ist, wie der Tod Preis des Lebens. Dass Versagen und Mühe die Vorbedingungen für Genuss und Freude sind, dass die Geschäfte weitergehen müssen und die Alternativen utopisch sind. Das ist aus meinen dimensionalen Menschen. Und das zweite ist von Herbert Marcuse aus seinem Text Die Ideologie des Todes. Dort heißt es, die gesellschaftliche Ordnung verlangt Einwilligung in Mühsal und Resignation, Heldentum und Bestrafung der Sünden. Die Kultur schreitet voran durch den Tod auf dem Felde der Ehre, durch den Tod in den Bergwerken und auf den Autobahnen, durch den Tod als Folge unbesiegter Krankheiten und der Armut und als Produkt des Staates und seiner Organe.
die Selbstverhärtung, die Risiken, also Zitat ist ähnlich kommentiert, die Selbstverhärtung als resignative Abgeklärtheit ist die Legitimierung des Todes als notwendigen Bestandteil vom freien Leben in marktwirtschaftlichen oder kapitalistischen Verhältnissen. Und nur ein Bruch mit so allgegenwärtigen Phrasen, wonach eben die Geschäfte weitergehen müssen und die Alternativen utopisch sind, ermöglichte die Pandemie als Bestandteil zukünftiger Normalität zu antizipieren. Als das zukünftige Normale in unregelmäßigen Abständen, die wir selbstverständlich zeitlich nicht terminieren können, als wiederholt auftretendes Phänomen einer industrialisierten Landwirtschaft, die jedes Jahr auch weiter vordringt in die sogenannte unberührte Natur und die kapitalistische Inwertsetzung von Natur und Landwirtschaft ist. In großartig komprimierter Form hat das Pierre Heinrich, kann man nach dem Lesen dargelegt und viel ausführlicher, überzeugend und kenntnisreich und natürlich meine Kenntnisse übersteigend und mich belehrend, Rob Wallace in dem Buch was Covid-19 mit der ökologischen Krise, dem Raubbau der Natur und dem Agrobusiness zu tun hat. Wer diese materielle Fundament nicht hat, der kann tatsächlich nur hin und her switchen in Gedankengängen zwischen gelungener und weniger gelungener staatlicher Bewirtschaftung des Menschenmaterials. Er bilanziert, wir entfachen Naturkräfte, die wir nicht beherrschen. Nichts garantiert, dass der nächste Erreger nicht noch tödlicher sein wird und die nächste Pandemie kommt mit Sicherheit. Nicht, um das ganz kurz zu sagen, nichts ist absurder als die Pandemie als Naturkatastrophe, als etwas wie ein Erdbeben oder den Einschlag eines Kometen zu beurteilen. Und nichts ist gegenwärtig chancenloser, sie im öffentlichen Bewusstsein mit all seinen Pro- und Kontra-Experten als Resultat kapitalistischer Produktionsweise mit ihren unhintergehbaren Zwängen zu Wachstum, Ressourcen, Hunger und Landvernutzung zu enthüllen. Sie also als Bestandteil zu begreifen, eines historischen Prozesses zu denunzieren, in dem die Menschheit ihre Lebensgrundlagen untergräbt, solange, wie Marcuse schrieb, die Geschäfte weitergehen müssen und alles andere utopisch sei. Also utopisch auch ein anderer Begriff gesellschaftlichen Reichtums, in dem Muße und Naturgenuss und nicht Versagung und Mühe und Akzeptanz des Todes und des vorzeitigen Sterbens Ausgangspunkt devieren. Alles Utopische als Spendisieren angesichts praktischer Erfordernisse denunziert wird. Immer neue Katastrophenpläne, immer als den letzten Schrei des Katastrophenplans und seiner Konkretion im Wege stehen. Verunglückt. Ich kann das mögliche Bessere, das ich hier angedeutet habe, gegenüber den bestehenden Falschen skizzieren. Aber in Ermangelung gesellschaftlicher Potenziale ein Weg vom bestehenden Falschen zum möglichen Besseren weiß ich nicht. Ich dachte, ich ende mal mit einer ermutigenden Aussage.